So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man. Wir machen jetzt Dr. Wily. Das Gehirn von allen diesen komischen Robotern. Na, dann schauen wir mal, was da abgeht. So, was ich allerdings auch gelesen habe. Verwendet Icemans Waffe, springen, einfrieren. Dann könnt ihr einfach unten drüber laufen. Also unten durchlaufen, Entschuldigung. Ah, das ist sich gerade noch rausgegangen. Sehr gut. Stellen wir uns da her, springen. Okay, gut, das hat nicht funktioniert. Eigentlich funktioniert das, wenn man springt, dann hüpft der Roboter auch ziemlich hoch. So, jetzt brauchen wir Gutsmans Stärke. Jetzt brauchen wir wieder Iceman. Ah, das war... Na? Ach, geh komm jetzt, Herzfehler. Beruhig dich. Alles cool. Ja, passt schon. Ja, natürlich. Na, komm jetzt. Ja, Alter. Komm jetzt. Spring wenigstens darauf. Ich drück die ganze Zeit. Ja, geht doch. So, jetzt habe ich schon fast alle Leben verloren. Unglaublich. Aber wurscht. So, da oben sind aber welche. Sehr gut. Okay, ich wollte es nur mal probieren. Ich habe auch nicht gespeichert, glaube ich, aber ist ja wurscht. Ich wollte es nur mal probieren, ob ich da irgendwie wieder zurückkomme. Aber das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Ja, gut, können wir auch durchlaufen einfach. Na komm. Ja, Gott sei Dank. So, wieder Gutsman. So, wieder Iceman. Und zwar jetzt. Na, das war zu früh. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Na. So. Er macht schon wieder nichts. Seht ihr das? Es ist unglaublich. Ich drücke zwar drauf, aber es geht nicht. Ich drück. Geh komm jetzt, leck mich am Arsch. Dass ich da nicht drauf komme, das verwundert mich extremst. Jetzt. Ah. Jetzt. Na. Das geht nicht. Okay, dann machen wir den hier. Was anderes fällt mir nicht ein. So, so geht's auch. So. Keine Ahnung, wie ich da oben... Ich probier's jetzt nochmal. Ah, wahrscheinlich auch wieder mit dem. Nein. Ich kann nicht mal springen und ich krieg das. So, jetzt brauchen wir Elegman. Nämlich das Viech. Na, das wollte ich auch nicht. Um Gottes Willen, Herrst. Weg mit euch. Sehr gut. Viele Punkte hier wieder zurückerhalten. Wie man das da oben kriegt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Das Scheißviech trifft mich und trifft mich. Wie man das da oben kriegt, ich habe keine Ahnung. Ich habe es schon probiert. Nein, mit normalen Springen kommt man da nicht hin. So, wir nehmen den normalen Megabuster. Und ich glaube, ich weiß, wie die Waffe heißt. Ich glaube, sie heißt irgendwas mit Beam. Super. Ah, wenigstens human, muss ich sagen. Wenigstens human. Nein, was mache ich denn? Also ich...
Mehr als dass ich draufdrück, kann ich nicht. So, ich habe einen Cut gesetzt. Nein, das wollte ich nicht. Nimmt am Anfang diese Eis... also Icemans Waffe. Ja, es... ach. So, jetzt da. Nämlich, dann könntest du das einfrieren und einfach unten vorbeilaufen. Das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Sehr gut. Nein, das wollte ich auch nicht. Das war von mir beschissen jetzt. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir Gutsman. Das Spiel macht mich echt fertig. Aber ich bin ziemlich weit gekommen. So, jetzt brauchen wir wieder Iceman. Um das Feuer einzufrieren. Jetzt? Nein. Lalalalalala. Also da komme ich mal vorbei, da komme ich nicht mehr vorbei. So. Da verwende ich meinen Mega Beam. Ich glaube, so heißt die Waffe. Ja, ist eh klar. Aber wurscht, den Schaden nehme ich gerne an mich, damit ich da vorbeikomme. So, wie man darauf kommt, keine Ahnung. Ich habe es schon probiert. Nein, es funktioniert nicht. Also nicht mit dem Sprung, den ich mache. Muss aber wahrscheinlich perfekt sein. So, jetzt gehen wir darauf. Ganz schnell rauf müsst ihr gehen. Und zack. Sehr gut. Jetzt nehmen wir wieder Gutsman. Oh, Lebensenergie. Aber jetzt komme ich eh nicht mehr rauf. Somit ist eh wurscht. So, jetzt nehmen wir den normalen. Nein, wir nehmen Elecman. Nämlich das hat eher mehr so eine Streuung. Und hier wäre auch der Speicherpunkt. Sehr gut. Ich bin durchgekommen. Oh, nicht schlecht. So, ich mach mal hier ein Quick... na, warte jetzt mal, nicht da. Ich mach da unten ein Quick Save. Und zwar hier. So, Spiel speichern, auf jeden Fall. So, und jetzt probieren wir das mit dem Cheat aus. Also mit dem Cheat, also mit der Waffe da. Okay, gut, es hat nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch so komisch. Es blinkt so behindert, wisst ihr? Ich verstehe das nicht, warum das so deppert blinkt. Na, natürlich erwischt es mich. Das habe ich gut gespeichert. Wieso gibt er die Dinger jetzt da weg die ganze Zeit? Also ich bin ja froh, dass ich jedes Mal laden kann. Ich bin ja echt froh drüber. Okay, gut, daran werde ich mich auch nicht dran gewöhnen. So, jetzt da. Ich glaube, ich sollte jetzt besser speichern. Ich will speichern. Ja. So. Ja, speicher halt nochmal. Mir ist wurscht. Geh raus da jetzt aus dem Menü. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, laden. Danke. Ja, fast hätte ich es geschafft. Fast hätte ich es geschafft mit ein paar Leben verloren und sowas. Aber es ist halt hart. Es ist wirklich hart. Hört auf zum Lachen. Probiert es selber. Ja? Pfau, das war knapp. Nämlich da oben brauche ich die Leben. So, und für das hier braucht man halt dieses M. Also diesen... die Waffe, die wir jetzt halt ausgerüstet haben. Für diese Passage braucht man das. Und das sagt uns keiner in diesem Spiel. Es ist unglaublich. Wir springen. Wir springen. Wir springen. So. Und das gleiche genauso wie hier. Wir springen. Zack, zack. Und jetzt kommen wir darauf. Und jetzt kommt der schwierigste Gegner im ganzen Spiel. Das heißt, wir werden jetzt da hier einen... Quick Save machen. Ich werde ihn nicht mit dem Leben schaffen, aber einfach nur, um zu schauen, ob ich, wenn ich dann sterbe, ob ich hier wieder rauskomme. Es gibt allerdings auch einen Cheat bei diesen Typen.
Den werde ich natürlich auch ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Ich habe mich sehr, sehr erkundigt über das Spiel. So, das ist der Yellow Devil, also der gelbe Teufel ist das. Jetzt laufen wir mal in die Richtung da. Springen, ja natürlich erwischt er mich. So, jetzt bin ich gespannt, wo ich rauskomme. Ich habe nicht einmal die erste Phase, habe ich von ihm geschafft. Sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt da hier nochmal speichern. So. Das passt. Und wir nehmen gleich Elegman. Braucht man nichts ausrüsten, wenn wir dann drinnen sind. Das ist ziemlich nice. Mit vollem Leben. Und ich glaube, Pause war... Ja, L1. Sehr gut. Ja, zweimal hat er mich schon getroffen. Dreimal. So, und jetzt schießt man und drückt die ganze Zeit eigentlich auf Pause. Ja, das muss man halt besser irgendwie machen. So. Wir können einfach nur so vorbeilaufen. Wir schießen. Und die ganze Zeit auf Pause. Okay, es hat jetzt nicht so viel gebracht. Einfach schnell ver... Ah, verdammt. So, laden. Eigentlich sollte das gehen. Zumindest habe ich es gelesen. Spiel laden. Erfolgreich, sehr gut. Ich sollte jetzt speichern, damit ich das auch gleich ausgerüstet habe. Ich bin nämlich eine faule Sau, was das jetzt angeht. Speichern erfolgreich, super passt. Wir probieren es halt nochmal. Einmal erwischt. Ach, warum springe ich, ich Vollidiot? Habt ihr es gesehen? Er hat jetzt zwei Schadenspunkte, hat er jetzt gekriegt. Da einfach vorbei. Ja, wir kriegen auch urviel Schaden einfach nur. So, wir schießen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Das passt schon. Jetzt ist er eh down. Ich muss ihn jetzt nur noch treffen. Das ist der schwierigste Boss, den es überhaupt gibt hier in Mega Man. Aber wir haben ihn geschafft. Probiert's das. Die ganze Zeit auf Pause drücken mit dem Elegman. Er kriegt die ganze Zeit permanent Schaden. Das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Es ist ziemlich nice. Hui. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Geht's weiter? Hallo? So, hier geht's weiter. Ihr wisst, was das heißt. Wir speichern. Überschreiben, bitte, ja. Und machen hier wieder Aufnahmestopp. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist, dass ich mich jetzt da zweimal umbringe, damit ich volle Lebenspunkte habe. Ich komme da so und so immer wieder hier jetzt raus. Gut, ciao.